Seeing the first part of the presentations, I'm extremely happy already now. I mean, exactly what I expected. Fresh ideas, good points, good comments. Bei diesem Projekt arbeiten wir zusammen mit einem finnischen Partner, und zwar Atoy. Atoy ist ein Unternehmen, das Autoersatzteile herstellt. Außerdem haben sie verschiedene Werkstätten in Finnland und bieten da Services an für ihre Kunden. Bei dem Projekt hat uns von Atoy Herr Riegel betreut, und Herr Riegel sitzt im Vorstand bei Atoy. Unser betreuender Professor war Aljosch Agarwal. I had a high expectation for this project. We are in a garage business, so we're a car service business, and we have a great concept in Finland, but that's a concept 1.0. And now talking to the German students and the German university, and okay, it's an international group of people, but we like to hear what the younger people, how they see what would be the car service 3.0. Also die Aufgabenstellung war, die digitale Transformation in dem Unternehmen von Atoy jetzt durchzuführen. Atoy ist aktiv auf Facebook, aber benutzt noch kein Twitter, benutzt noch kein Instagram. Und andere Plattformen benutzen das schon, bieten diesen Kontakt zu den Kunden schon. Auch zum Beispiel Tutorials, was wichtig ist für den Kunden. Einfach diese Kundenexperience zu bekommen und den Kunden mehr ins Boot zu holen, den Kunden dahin zu bringen, dass er ein Part von Atoy werden möchte. Bei dem Projekt habe ich die Rolle des Designs übernommen, weil ich vor dem Studium noch eine Ausbildung absolviert habe zum Grafikdesigner. Das Projekt ist nur mit den Management-Masterstudenten, nur, aber die haben keine Designausbildung, deswegen hat Herr Agarwal mich noch dazu geholt und auch mein Studiengangswissen im Bereich der Werbung damit einfließen zu lassen. Und im Endeffekt habe ich dann beim Marketingplan unterstützt und die kompletten Designs für den Kunden gemacht. Die digitale Transformation betrifft ja alle Branchen und nicht nur Automotive. Deswegen kann man da eine Transferleistung zu anderen Branchen herstellen, und auch die Vorgehensweise von der Analyse von den Kunden, vom Markt, wie wir dann unsere Vorschläge entwickelt haben, können wir sicherlich beim nächsten Projekt sehr gut anwenden. Also das war wirklich mit eines der besten Projekte, die ich hier in der Uni bisher erlebt habe. My name is Karl Kankkunen. I'm working for Atoy Group. I'm a CFO of the company, and then we are working on the auto parts distribution and then garage business. Mein Name ist Larissa Kohler, und ich studiere im Master Medien- und Kommunikationsmanagement, und momentan bin ich im Pre-Semester, also das ist mein erstes Semester hier an der Makromedia. Mein Name ist Vera Gollhausen, ich bin eine Kommilitonin von der Larissa, also studiere ich auch im ersten Semester sozusagen in dem Pre-Master hier in der Makromedia in Medien- und Kommunikationsmanagement, und wir sind der erste deutsche Jahrgang. Mein Name ist Felix. Ich studiere jetzt gerade im siebten Semester Markenkommunikation und Werbung. Ich habe am Campus München angefangen, mein Praxissemester bei Serviceplan in Hamburg absolviert, habe mich in die Stadt verliebt und bin dann zum Hamburger Campus gewechselt. Lasse meine Bachelorarbeit von Herrn Professor Agarwal in München betreuen, deswegen bin ich auch in dieses Projekt reingekommen.